Hallo und willkommen, liebe Tenos. Heute ist unser Natterrock dran. Der Bogen von Hanno. Und zwar kommt das bei erst etwas später ins Spiel, aber dafür ein genialer Bogen. Für mich der einzig wahre, perfekte Bogen in diesem Spiel. Der macht nämlich wahnsinnsmäßig Schaden. Und das kann man wirklich nicht anders sagen. Wir haben drei mögliche Schussvarianten und erstmals noch unendlich viel Munition. Wir haben dann beim Schuss den Quickschuss, also einmal anziehen und dann gleich schnell wieder loslassen. Dann haben wir die Möglichkeit, einen perfekten Schuss auszuführen und einen aufgeladenen Schuss. Der aufgeladene Schuss ist natürlich genial, aber der perfekte Schuss, das sagt das Wort ja schon, der wird dann wirklich perfekt. Weil wenn wir unseren Bogen 70% aufgeladen haben, kommt ein weißes Flimmern und ein gelbliches Drehen wird angezeigt. Dann können wir nämlich unseren perfekten Schuss ausführen. Was bringt der? Erhöhte Crit-Chance und erhöhten Crit-Multiplikator. Das ist damit natürlich noch höher als beim vollaufgeladenen Schuss. Aber ich würde mal sagen, der vollaufgeladene Schuss haut schon mal ordentlich auf jeden Fall rein. So. Und dann suchen wir uns doch gleich mal ein paar große Gegner, und zwar Grenier, die fallen ja nicht ganz so schnell um. 20 Stück, Level 200, ja, das sollte definitiv unser Bogen hier super lockerlässig hinkriegen. Und dann legen wir auch gleich los und hauen erstmal ordentlich einen rein. Als Controller-Gamer ist das mit dem perfekten Schutz leider nicht immer so gut, vorzeigbar. Aber man sieht auch hier beim voll aufgeladenen Schuss, glaube dann doch schon, was das Ding wirklich reinhaut. Und wir haben riesengroßen Schaden. Na, der steht hier hinterm Pfeiler. Dann erst der andere. So, jetzt nochmal einen großen. Und da hat man gesehen, 155, 130.000, also 300.000. Und das geht ohne Ende wirklich mit dem Bogen hier wirklich so weiter. Da haben die großen Gegner dann wenig eine Chance. 156.000. Und der letzte Gegner, der versteckt sich hier noch. Ach, da sind sogar noch zwei. Also nochmal hoch. Ja, bei dem Bogen würde ich mich auch verstecken, weil 235.000 Schaden, das ist wirklich hier auch bei den größeren Gegnern dann auch nicht unbedingt eine Seltenheit. Mit dem perfekten Schuss können wir das Ganze hier wirklich rauszimmern ohne Ende. So, und dann haben wir unsere 20 Gegner in dem Level dann schon besiegt und geht mal rüber und gucken Schadenswerte des Ganzen. Und zwar, wir haben wirklich eine riesen Crit-Chance schon, Original-Crit-Multiplikator, Status-Chance relativ hoch. Wir haben auch noch Virusschaden jetzt mit drauf, also Steel Pass ist da überhaupt kein Problem mit diesem Natterrock-Ding. Hauen wir mit der Crit-Chance hier dann wirklich alles Mögliche weg. Aufgeladener Schuss 125, perfekter Schuss, geht das Ganze sogar bis 150% und das haut ordentlich die Gegner von den Socken. Also der für mich einzig gute und perfekte Bogen im Spiel. Was haben wir drauf? Galvanisierte Kammer für Mehrfachschuss ist natürlich klar. Dann galvanisierte Begabung für Statuschancen, raues Klon für Kälte, denn wir setzen ja auf Virusschaden. Und dann kommt auch noch unser Gift für unseren Virus. So, Jägermunition, 30% Kriegschance. Ja, das ist natürlich immer nice. Dann haben wir einmal Garn-Einkerbung für mehr Schaden. Punktangriff für Crit-Chance und Scharfsinn für Crit-Schaden. Also am Ende brauchen wir hier gar nicht so viel ausbauen. Wir haben wenig Kosten und einen genialen Bogen, Leute. Also ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen hier, damit ihr euer Bild für diesen wunderschönen Bogen dann auch hinbekommt. Dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal. Würde ich mich sehr freuen. Euer Remi. Danke fürs Zuschauen.